Streicheleinheiten für die Seele, so heißen die Konzerte, und viele, die heute hier sind, um von Fritz Roth Abschied zu nehmen, waren dabei. Und ich hoffe, sie werden auch in Zukunft wieder dabei sein. Und mal war es die klassische Musik, dann war es Karnevalsmusik oder Rockmusik mit Tommy Engel. Mal hatten wir eine wunderschöne, laue Sommernacht, aber nicht selten goss es auch aus allen Rohren. Aber nie war ein Platz frei und immer war die Veranstaltung für einen guten Zweck. Und oftmals hatten die Musiker, die Künstler alle Mühe, ihre Gerätschaften in Sicherheit zu bringen vor dem strömenden Regen, aber alle sind geblieben. Und dann kam unser Freund Fritz Roth und er hat das Mikrofon in die Hand genommen und dann wurde die Nacht heller. Er hatte das wunderschöne Talent, Menschen zu begeistern, mit seiner Art, mit seinem Wesen, mit seiner Liebe zur Heimat. Und es steht mir vielleicht nicht zu, aber eine solche Streicheleinheit für die Seele von Fritz Roth, das war auch Ihre Predigt, Herr Superintendent, eine wunderschöne Predigt. Ich glaube, besser hätte man unseren Freund Fritz Roth nicht charakterisieren können. Und ich glaube, der liebe Gott, hat nichts dagegen, wenn man auch während einer solchen Trauerfeier, während eines Trauergottesdienstes einmal laut Applaus spendet als Zustimmung. Und wer an diesem Abend, an diesen Abenden Fritz Roth erlebt hat, der hat auch sein ganzes Wesen verstanden. Er war auf der einen Seite weltgewandt und auf der anderen Seite bürgernah und bodenständig. Er schwärmte von der Seidenstraße, die er unbedingt einmal sehen und befahren wollte, genauso wie von Eickamp. Er konnte über die großen Dinge des Lebens genauso schwärmen wie von seiner Familie. Das alles hat ihn ausgemacht. Und er war auf der einen Seite bergisch bodenständig, manchmal auch dickköpfig. Wenn er sich etwas vorgenommen hatte, dann wollte er es auch unbedingt durchsetzen. Und auf der anderen Seite war er von Herzen Rheinländer, liberal, offen, tolerant. Und das erklärt auch seine Liebe zum Karneval. Und das war für ihn kein Widerspruch. Trauer und Tod auf der einen Seite, überschäumende Lebensfreude, Humor auf der anderen Seite. Und ich glaube, wenn Fritz Roth wirklich etwas bedauert, dass er heute nicht dabei sein kann, obwohl er mitten unter uns ist. Er hätte daran seine Freude gehabt, an den Karnevalisten, die hier stehen, an den Handerschützen, an der Prinzengarde der großen Gladbacher, die ihm die letzte Ehre erwiesen hat. Da hätte er sich drüber gefreut. Denn das war sein Leben, das war seine Welt, in der er sich wohl und geborgen fühlte. Und jeder, der ihn erlebt hat als Prinz Karneval vor 22 Jahren, Fritz Roth, hat das verkörpert. Der Prinz Karneval ist bei uns keine Jux-Figur. Der Prinz ist, wie Bauerfried Lenges und Jungfrau Gertrud Kommbüchner, sind Symbolfiguren. Symbolfiguren für unsere Art zu leben. Wir nehmen jeden auf den Arm und an die Hand, heißt es in einem schönen Lied von Tommy Engels. Und Fritz Roth hatte auch eine Eigenschaft, da wird jetzt vielleicht der ein oder andere zusammenzucken. Er konnte nicht nur witzig sein, er konnte nicht nur humorvoll sein und schlagfertig, er konnte auch richtig albern sein. Ja, auch das gehört dazu. Man darf auch ruhig einmal albern sein. Man darf auch ruhig einmal sich selber oder anderen nur eine Freude machen. Nicht alles muss einen tieferen Sinn haben. Aber wenn man anderen Menschen eine Freude machen kann, dann hat das einen tiefen Sinn. Klaus-Dieter Becker hat vorhin die Fürbitten vorgelesen. KD, wie oft haben wir geprobt für Prinzenproklamationen, ein Sketch eingeprobt. Wie gerne hat Fritz Roth Luciano Pavarotti parodiert und in einem Frack und mit einem großen weißen Seidenschal, mit einem Schweißtuch, wo er sich die imaginären Schweißperlen von der Stirn gewischt hat. Das war sein Leben, daran hatte er Freude. Und wie oft war er mit mir zusammen im Elverat, wenn ich die große Ehre hatte, für die große Gladbacher eine Sitzung zu leiten, und er saß hier immer links von mir und da wusste ich genau, wenn das Publikum nicht geradeaus guckt, sondern nach rechts, dann war wieder einer aus der Reihe getanzt. Und das macht das Wesen des Karnevals auch aus. Ein hohes Maß an Individualismus.
Und man sagt uns Rheinländer ja nach, dass wir eigentlich ein durch und durch humorvolles Völkchen seien, das uns nur einmal im Jahr der Humor verließe, nämlich zur Karnevalszeit. Aber wer Fritz Roth erlebt hat, der weiß, dass das nicht stimmt. Dann blühte er auf. Und das ist auch der Wunsch, dass wir ihn so in Erinnerung behalten. Und wir alle sind ja gebeten worden, einmal ganz persönliche Gedanken und Erinnerungen aufzuschreiben oder filmisch darzustellen. Was haben wir erlebt mit Fritz Roth? Wie halten wir in Erinnerung? Was hat sein Wesen ausgemacht? Und wenn ich mich an eine Anekdote erinnere, muss ich sagen, heute muss ich schmunzeln. Damals war das nicht ganz so lustig. Dann war das freundliche Angebot von Fritz Roth, mich einmal zum Flughafen Münster-Osnabrück zu fahren, weil ich nach einer Veranstaltung in Münster von dort zu einer Fernsehsendung mit Maybrit Illner fliegen musste. Und das war der Tag, wo er ein neues Auto bekommen hatte und hatte zum ersten Mal ein Navigationssystem. Und ich musste um 8:30 am Flughafen sein, um 9:30, ich war der einzige Passagier, um 9:30 musste die Maschine in Berlin landen, um 9:45 fing die Sendung an, eine Live-Sendung, und er hatte dann mir das Navi gezeigt, war ganz stolz, hatte das dann programmiert, und wir fuhren los, und so, da waren noch 2-3 Kilometer bis zum Flughafen, und ich sage, Fritz, müsste jetzt nicht mal hier so ein Schild kommen? Nee, wir sind gleich da, da kannst du dich 100% drauf verlassen. Gut, dann hörte die Bebauung auf und ich sage, Fritz, jetzt haben wir noch 1 Kilometer. Und dann, da wurde ich zum ersten Mal skeptisch, gab es auch keinen Asphalt mehr. Wir fuhren in ein Waldstück herein. Wir standen an einem Maschendrahtzaun. An diesem Maschendrahtzaun war ein Emaille-Schild und in Sütterlin-Schrift stand da Flugplatz. Und das Einzige, was Fritz Roth sagte, wir sind da. Ja. Sag ich, Fritz, erzähl mir jetzt nicht, dass das der Flughafen Münster-Osnabrück ist, denn es müsste ja da so etwas sein wie ein Terminal oder wie ein Tower oder so eine Landebahn würde jetzt die Sache auch einfacher machen. Vor allen Dingen aber, es gab weit und breit kein einziges Flugzeug. Ich sag, Fritz, hol mal die Landkarte raus. Wir gucken jetzt mal auf der Straßen. Nein, das brauche ich ja gar nicht mehr. Ich habe ja jetzt ein Navi. Ruf doch mal an. Dann habe ich den Kollegen angerufen, bei dem ich gesprochen hatte. Da sagte er, ich beschreibe dir den Weg, aber der Flughafen Münster-Osnabrück ist weder in Münster noch in Osnabrück. Deswegen hilft das euch nicht, das Navi. Wo seid ihr? Sage ich, das ist eine naheliegende Frage, aber die können wir jetzt nicht beantworten. Wir sind im Wald an einem Maschendrahtzaun. Gut, sagt er, dann kann ich euch auch nicht den Weg beschreiben. Und wir fahren ein Stück wieder zurück. Wir kommen an einer Gaststätte vorbei. Es probt ein Männerchor, ein lauer Sommerabend. Ich gehe rein und ist das hier der Flughafen Münster-Osnabrück? Daraufhin sagte einer, der letzte Passagier war Hermann Göring. Gut. Und das Schöne ist, das war nicht das Ende, das war der Anfang eines turbulenten Abends. Denn eins war klar, wenn ich das Flugzeug nicht bekomme, und wir mussten bis 22 Uhr in Berlin landen, weil danach der Flughafen, der Tempelhof damals noch gesperrt war, kommen wir gar nicht mehr weg. Dann komme ich auch nicht mehr zur Sendung. Dann haben mehrere Leute ein Problem. Aber Fritz fand das alles lustig. Der hat sich kaputt gelacht. Der sagt, oh, mal gespannt, wie es weitergeht. Ja, sage ich, Fritz, wie kommen wir jetzt da raus? Ich sage, Fritz, wir ist gut, sage ich, ich habe das Problem. Und es war sein Wesen, nicht eine einzige Sekunde war er verzweifelt. Der sagte, wo ein Problem ist, ist auch eine Lösung. Wir machen das schon, mach dir keine Sorgen. Und wir haben es tatsächlich geschafft. Und es war so beruhigend, in dieser Situation Fritz Roth an der Seite zu haben. Ihn verließ der Humor, nicht eine Sekunde. Ihn verließ der Optimismus, nicht eine Sekunde. Er hat mir an diesem Abend bestimmt 10-mal gesagt, mach dir keine Sorgen. Und wenn immer jemand zu mir sagt, mach dir keine Sorgen, dann habe ich das Gefühl, dass ich mir Sorgen machen muss. Aber er hat mir das genommen.
Und wie viele von Ihnen können sich auch daran erinnern, der Express schrieb damals Irrfahrt mit Bestatter. Das war auch richtig, das war eine gute Beschreibung. Und ja, in den Jahren danach konnten wir nur von Herzen darüber lachen. Und dafür bin ich ihm von Herzen dankbar. Und das wird bleiben, nicht so sehr die großen Veranstaltungen. Ich weiß noch, wie herrlich er seinen 50. Geburtstag gefeiert hat. Was war das für ein Fest? Oder die Konzerte mitten im Garten der Bestattung. Natürlich bleibt das auch in Erinnerung. Aber was noch wirklich bleibt, ist das Wesen. Willibert Pauls ist heute mit uns hier am Altar, auch mit uns eingezogen. Er sagt immer so gerne, der Mensch hat eine Seele und die Seele ist größer oder kostbarer als das ganze Universum. Und deshalb ist Fritz Roth nicht von uns gegangen. Er ist nicht tot, er ist gestorben, aber er ist nicht tot. Tot sind nur Menschen, die vergessen werden. Wir werden Fritz Roth nie vergessen, weil jeder Einzelne von uns ihm viel zu verdanken hat. Und wenn so viele Menschen heute gekommen sind, dann ist das das schönste Kompliment, auch das schönste Dankeschön, das letzte Dankeschön, was man einem Verstorbenen entgegenbringen kann. In diesem Sinne ein herzliches Dankeschön an jeden Einzelnen und leben Fritz, machet Jod.